Hallihallo, herzlich willkommen zu Let's Play Hertha. Heute habe ich endlich mein neues Mikrofon. Ich hoffe, das klappt hier alles sehr gut. Für eventuelle Störungen möchte ich mich entschuldigen, schon mal im Voraus, falls irgendwas nicht klappen sollte. Aber bis jetzt waren die ersten Tests schon ganz vielversprechend. Heute spielen wir zu Hause gegen Wolfsburg. Ach, gegen Wolfsburg, hallo? Nur weil ich auf die Tabelle geachtet habe, da rechts. Natürlich spielen wir gegen Augsburg. Ist ja auch eine Burg. Haha, ja. Wir sind 11. und Augsburg 13. Jetzt möchte ich nochmal schnell gucken, wie viele Punkte Abstand wir haben. 4 Punkte Abstand. Ja. Wir müssen gewinnen. So viel steht fest. Nach der letzten Pleite gegen Leverkusen müssen wir einfach gewinnen. So. Die kriegen das grüne Trikot. Es ist heiter. Wir spielen 5 Minuten im Olympiastadion um 15:30 Uhr und der Schiedsrichter ist Dietmar Schönlebe. Auf geht's. So, da ist noch mal das schöne Bildchen. Ja, wie gesagt, 4 Punkte Vorsprung haben wir. Und ich möchte noch darauf hinweisen, am Sonntag, also morgen, wird es noch ein extra Video geben. Und zwar um 18 Uhr. Und da möchte ich mit euch das Tor der Woche entscheiden. Also, beziehungsweise ihr könnt entscheiden, welches Tor das schönste war in dieser Woche. Die Umfrage wird starten bei Google Plus. Oder hier in den Kommentaren so. Einfach reinschreiben, welches Tor das schönste war. Oder wie gesagt, bei Google Plus ist eine Umfrage gestartet. Ab morgen 18 Uhr unbedingt einschalten. Ich muss mal ganz kurz den Pegel ein wenig runterdrehen. Das ist doch schon ein bisschen laut hier, ne? So, jetzt müsste es besser sein. Ja. Das läuft. Ja, wie gesagt, Tor der Woche jeden Sonntag ab jetzt. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich hoffe, ihr macht fleißig mit. Ja. Zu gewinnen gibt es nichts. Also noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Mal sehen. Ja, und es geht auch schon los mit Chiba und Kalu in Sturm. Toi, toi, toi. Wir gehen gleich auf. Ah, komm. Geiz mal nicht. Wir gehen gleich auf sehr offensiv. Oh, die Saudi wollte mich faulen hier. Gibt's doch nicht. Oh, schöner Doppelpass. Ach, schade. Ruhig hinten um. Ja, genau. Schön Hacke, Spitze 1, 2, 3. Behrens, Behrens läuft. Behrens guckt und verliert den Ball. Ronny. Oh, Ronny, Ronny. Ah, Pekarik, was machst du so weit vorne? Kann es sein, dass ich sehr offensiv eingestellt habe? Ja, hab ich. Ja, okay. So, Behrens, jetzt mach du was draus. Ah, schön unser. Ja, sehr gut. Saubere Sache. Ja, war eine schöne Grätsche, aber na gut. Und weiter geht's. Da steht einer frei, den nehmen wir. Ronny. Und Schieber.
Ja, ich möchte noch dazu sagen, es kann sein, dass man jetzt den Joypad ein bisschen mehr hört. Das Mikrofon ist natürlich ein bisschen empfindlicher als das alte. Ich hoffe, das ist nicht zu extrem. Also, falls ihr euch wundert, was das für komische Geräusche da sind, das ist der Joypad, auf den ich einschlage. Fast. Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, da haben wir ja mal richtig Glück gehabt, würde ich sagen. Zweimal die Latte. So, das war jetzt hoffentlich mal zum Aufwachen was. Oder auch nicht. Ach, da war nix. Schiri, da war nix. Ach. Oh. Oh. Der stirbt da gleich. Kann ihn jemand erlösen, bitte? Ich kann mir das nicht mit angucken. Es tut schon beim Hingucken weh. Tut mir leid. War echt nicht mit Absicht. War mit Schuhgröße 44. Würde ich jetzt mal behaupten. Nein, ey, hallo. Ter Stegen, was machst du da? Ganz ehrlich? Was? Ey. Was ist denn das für ein Torwartverhalten, ey? Das ist seine Ecke. Ja. Gut. Ich sehe schon, es wird wieder eine Aufholjagd. Es kann doch nicht sein, dass der schneller ist als mein Verteidiger, ey. Das regt mich schon wieder auf. Shiva? Ah, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich hier im 4-4-2 spiele. Wenn ich nicht aufnehme, dann spiele ich natürlich in 4-5-1, wie die richtige Aufstellung ist. Aber das finde ich auf Weltklasse nicht angebracht, ehrlich gesagt. Okay. Gut, jetzt ein bisschen konzentrieren hier. Ach, Mano, ey. Nein, lauf nicht nach hinten. Ist okay, brauchst du nicht. Oh, schön. Schön, Kalu. Was für... Das war... Doch, das war doch Kalu. Eine Karte wäre auch noch nicht schlecht, ne? Okay, nur gelb, okay. Hätte man auch über Rot nachdenken können, oder? Oh, den müssen wir jetzt nur noch reinmachen, ne? Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Kalu schießt, okay. 85 hat er. Ja, okay. Oh, oh. Oh nein. Ach Mann. Ah, der Gefreute hat selber geschossen. Das sollte man nicht machen, ne? Alte Fußballerweisheit. Ach Mann. Das ärgert mich so sehr gerade. Ach, Mann. Okay, unser.
Okay, unser. Huh. Oh, zurück. Oh, die holzen aber ganz schön, ey. Und da ist unser nächster Gegner. Wir spielen auswärts gegen VfB Stuttgart. Das kommt natürlich morgen. Um 16 Uhr, wie immer. Und, ach, sehr gut. Schön gespielt. Schön. Über die Außen, genau. Hand! Okay. Habe ich nicht eingestellt. Ach Mann, ey, ist das schon wieder ärgerlich. So ein blödes Gegentor, ey. Ja, das ist der Halbzeitpfiff. Die Pfiffe sind angebracht. So, jetzt kommen die Halbzeitergebnisse. Und zwar Leverkusen Freiburg 1 zu 0. Dortmund Schalke auch 1 zu 0. Gladbach Paderborn auch 1 zu 0. Frankfurt Hamburg 0 zu 1. Okay. Bayern Köln 1-1. Hannover liegt zurück gegen Stuttgart. 2-1. Hoffenheim Mainz 0-1. Hat sich gereimt. Ja. Bremen und Wolfsburg 0 zu 0. Und bei uns steht es 0 zu 1. Die haben drei Schüsse aufs Tor. Ach ja, die zwei Lattenknaller, ja. Oh. Gut. Dann geht's jetzt in die zweite Halbzeit. Es kann nur besser werden. Oh, Jungs, was macht ihr da? Schön abgefangen. Schöne Ding. Schöne Ding, schöne Ding, schöne Ding. Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht, ey. So ein Pech können nur die Hartaner haben. Ob es nun hier bei FIFA ist oder im echten Leben. Naja, gut. Schön. Ja, Ronny, leg dir den Ball doch bitte bis zum Torwart vor. Irgendwas muss ich nächste Saison machen, ey. Das geht so nicht weiter hier. Ich habe ja Ronny eigentlich ganz gern. Ich finde ihn ziemlich gut, aber ob er für die erste Liga was taugt, weiß ich nicht. Tut mir leid, Ronny, aber ist nun mal so. Holt euch den Ball bitte. Holt euch bitte den Ball. Oh, schon wieder hier dieses Tiki-Taka von Augsburg, ey. Ganz ehrlich. Das geht so nicht. So, jetzt aber hier. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, das gibt's doch nicht.
Nee. Nein. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Ja, genau in dem Moment, wo Augsburg den Ball kriegt, geht der Vorteil weg, ja. Genau. Und jetzt Konter, genau. Schön gespielt. Ganz ehrlich. Das ist voll für den Arsch, ey. Ganz ehrlich. Das geht gar nicht so. Ja, wo sind meine Stürmer? Mann, ey. Ey, sag mal, jetzt reicht es aber hier wirklich, ey. Wie wär's mal mit einer Karte? Na, wenigstens Ecke. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich krieg mir voll Panne hier. Das gibt's einfach nicht. Oh, schön Kraft. Hallo. Ja, genau. Das hätte Messi nicht besser machen können, ey. Ach Mann. Ja, sehr schön. Ja. Traurig, traurig. Also das hätte jetzt ein Tor verdient gehabt, ganz ehrlich. Oh Manu. Ey, wir sind sehr offensiv, ja. Wir sind sehr offensiv. Und wir stehen nur hinten drinnen. Oder wie? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, genau. Ey, das kann nicht wahr sein, ganz ehrlich. Ja, fick dich doch, ey. Du. Schon wieder 0 zu 1 verloren. Ich krieg die Vollpanne, ey. Ja, Dortmund hat gewonnen, Bayern hat gewonnen. Ach, könnt mich alle mal. Ja, wer will? Paraguay? Könnt ihr vergessen, ey. Hier ablehnen, alles ablehnen, alles ablehnen. Gersbeck? Ja, nächstes Mal. Gut. Bisschen Frust. Oh, 12. sind wir jetzt? Noch 11 Spieler. 26 Punkte, immer noch 7 Punkte Vorsprung. Ja, ich denke mal nicht, dass wir absteigen werden, aber
Ich hätte gerne mehr erreicht. So im Mittelfeld zu landen ist auch nicht schön. Aber na gut, im nächsten Spiel hoffe ich, dass wir den nächsten Dreier. Apropos, nächstes Spiel gegen Stuttgart. Da müssen wir unbedingt gewinnen, die stehen vor uns. Ja, also schaltet ein. Bis morgen oder ja, wie auch immer. Tschö mit Ö. Bis denn. Ciao.